Das ist das Spiel der Trinität. Du musst die Trinität begreifen, die in allen Religionen da ist. Dieser Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Das Wichtige ist der rote Vierte geschlossen. Die rote Vier heißt der geschlossen, der sich diese drei ausdenkt. Und dann wirst du feststellen, die können wir jetzt wieder verschieben. Ich mache das einmal auf Hebräisch, mir um den Heiligen Geist. Den setz mal, der ist an und für sich nicht denkbar. Das ist die Synthese. Wir können jetzt sagen, Gott Vater und Gott Sohn ist wie plus minus. Das ist ein Pärchen, wo wir uns ausdenken. Und der Heilige Geist ist die Synthese. Aber wenn ich sage, das ist plus 5 und das ist minus 5, dann ist die Synthese eigentlich nichts. Ein ausgedachtes Nichts. Und der, der sich jetzt diese Trinität ausdenkt, bist dabei, Heiko, ganz grob? Wir sagen, Gott Vater ist die plus 5, die Quintessenz, Gott Sohn ist die minus 5, plus 5 und minus 5 ist 0. Das ist jetzt der Heilige Geist, den wir uns denken, aber jetzt muss ja einer da sein, der sich den Heiligen Geist ausdenkt, das ist die rote 4. Dann haben wir in unserem Einheitskreis ist das plus plus, das ist die totale Verbindung. Okay? Und jetzt hast du ja, der Vater schreibt sich 1, 2. Wiederhol das, ganz simpel. Das sprechen die Juden ab aus, das heißt Abba, das ist der Vater, ab. Das kann man aber da das B am Ende, dass das auch ein W ist in der Aussprache oder ein V. Wenn man das Af ausspricht, obwohl da 1, 2 da steht, also Aleph B da steht, wenn ich das Af ausspreche, heißt das aufblühen. Der Sohn ist der Ben. Das ist eine polare Existenz. BN, B die 2, N existieren, blau gelesen. Macht schon Sinn. Aber pass auf, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt die 1 und die 2 zusammenzähle, kriege ich die 3. Das 3 wird natürlich jetzt interessant, weil DR heißt die Öffnung einer Berechnung, okay, und I erzeugt einen Trümmerhaufen. Das ist, wenn was aufblüht, die Gedanken werden aufblühen, dann passiert es in der 3. Ich kann es auch an den geöffneten Spiegel oder den geöffneten Schöpferkopf Gottes lesen. Muss nur die Farben verschieben. DR wiederum, diese geöffnete Berechnung, hebräisch, heißt Generation. Wir wissen das alles. Die Generation eines Ei, eines Trümmerhaufen, mit 70 geschrieben. Aber wir können das Ei auch mit 1 schreiben, dann heißt es nichts, die Generation von nichts. Was wird eigentlich generiert, wenn ich die Form der Gnede ständig umforme? Dann verende ich ja die oberflächliche Erscheinung der Gnede. Ich mache aus der Tasse nochmal einen Teller, eine kleine Figur. An der Gnede verändert sich nichts. Energie ist immer dieselbe Energie. Sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Aber diese Form, wenn ich mir jetzt die Energie als 200 Gramm rote Gnede vorstelle, ist immer 200 Gramm rote Gnede. Gott kannst du nicht verändern. Der ist alle Formen, die man ihm geben kann, oder genau genommen ist es alles nichts.